So, ich müsste jetzt so ziemlich wieder on sein, so live sein. So, wie gesagt, herzlich willkommen, oder habe ich noch gar nicht gesagt, herzlich willkommen zum nächsten Stream. Ja, wir spielen heute Gran Turismo 2 für die PlayZ One. Ja, schauen wir mal, also der Wagen an sich sieht sehr, sehr cool aus. Wir gucken mal, was wir noch erledigen können. Also ich weiß, wir haben noch ein Ausdauerrennen. Ich glaube, das werde ich als erstes anfangen. Genau, 591. Ich gucke jetzt gerade einfach mal, ob wir irgendeinen interessanten Wagen dafür bekommen. Gucken wir mal bei Mazda. Spezialwagen. 557, das sieht doch schon mal sehr cool aus. 414, auch nicht schlecht. Und 542, sieht auch cool aus. Ich nehme aber den anderen. Gut, der kostet jetzt 500.000. Der kostet auch 500. Ne, der kostet 1 Million. Okay. Ne, der kostet 1 Million. Alles klar. Ich nehme den einfach mal, weil der sieht einfach so cool aus. Da werden wir kurz gucken, ob wir irgendwie andere Reifen nehmen können. Ne, das wollte ich nicht. Abgeschlossen. Und versuchen wir mal mit dem Wagen Ausdauerrennen. Letzte Seattle City Ausdauerrennen. 100 Meilen, sprich 400 Runden, wollte ich schon sagen. 40 Runden sind das. Joa. Naja, und wenn der vorbei ist, dann können wir endlich mit den.
Joa. Das Problem an Ausdauerrennen sind einfach, dass sie lang dauern. Wir müssen mal gucken, wie lange ich heute streame, auf jeden Fall, ne? Also generell als dabei sind, ne? Jetzt sollte ich einfach fahren. Problem ist, jetzt dreht er zu viel. Vielleicht doch einen anderen Wagen nehme. Ich glaube, ich nehme lieber einen anderen. Ist zwar schade, dass wir 7 Minuten jetzt umsonst gefahren sind, aber der funktioniert nicht. Es funktioniert nicht.
nicht der Richtige. Gucken wir mal bei BMW, sonst. Ja, wobei, haben wir gar nicht hier viel. Ja. Das ist ja blöd. Der Mercedes vielleicht. Wir haben alle nicht so einen Special-Wagen, was ist das denn? Wie, ich hab doch 591. Das ist doch 591. Ah, verdammt. 93. Okay. Scheiße, ich dachte, ich hätte jetzt gerade so einen richtigen Wagen bekommen, ey. Ach ja. Das ist das Problem halt so, ne? Dass man. Bisschen rumprobieren, bis wir den richtigen haben.
echt von 171 hört sich gut an. Der ist schon zu schnell. Na, ja, der halt auch, ne? Probieren wir mal mit dem aus. Also der steuert sich auf jeden Fall besser als der Mazda gerade. Ach komm! Im Grunde sind wir eigentlich schnell. Also der schwierigste Teil sind einfach diese mehreren Kurven, die mit dem Wagen hier auch schwer werden. Und dann wieder 1000 mal drehen. Boah, ist das nervig. Ist das nervig.
Also der Controller hört sich komisch an, wenn ich die ganze Zeit so stark lenke. Macht mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, das hört man wahrscheinlich auch sehr gut im Stream. Ja, ich glaube, ich habe das ein bisschen zu. Gut, die Strecke muss ich jetzt ein bisschen mehr konzentrierter fahren einfach und ansonsten durchhalten. Gucken, dass wir nicht allzu oft einen Boxenstopp machen müssen. Und hoffen, dass die Gegner hinter mir Fehler machen. Ansonsten, ja. Das ist halt nicht so eindeutig wie mit dem Escudo, oder? Jetzt habe ich die Kurve besser gemacht.
Also hätte man noch besser fahren können, so, ne, auf jeden Fall. Aber ich meinte, ich habe sie jetzt ganz gut durch die Rampen ganz gut. Ich weiß, ich fahre nicht gut. Definitiv nicht. Ich finde es aber auch scheiße, dass ich momentan nur Wagen bekomme, die Hinterradantrieb haben. Ey. Das ist richtig nervig. Guck, ich gebe nur ein bisschen Gas, ey, und schon dreht der Wagen. Ey. Das ist richtig nervig. Ich muss leider in die Box gehen, ey. Sau nervig. Thank you.
Teil der Deutschland wieder zu schlagen. Ach komm, das ist doch nicht nur... Na, das ist... Na ey. Da scheint, dass sie jetzt auch gerade Fehler machen, so ein bisschen. Thank you.
Ach man, ist das nervig. Na gut, aber jetzt ein Drittel haben wir jetzt gleich. Mann, muss er sich erstmal Milliarden mal drehen. Boah, ist das scheiße, ey. Hätte sich erstmal 300 mal gedreht. An sich ist das kein schweres Rennen. Es ist bitter einfach nur, wenn du einen Wagen hast und der verkackt ist halt so sehr, ey.
Naja. Gleich die Hüfte gefärbt. Vor allem mit dem Wagen ist das echt eine Herausforderung, ey. Leider. Räder müssten doch eigentlich schon wieder top sein. Ich geb nur Gas.
dreht sofort durch.